Zur Erreichung der Pariser Klimaziele ist die Umstellung auf Elektromobilität zwingend notwendig. Aber nur 5-10% der Bevölkerung wollen ein reines Elektroauto. Mehr als die Hälfte lehnt E-Mobilität ab. 2020 beginnt die weltweite Massenproduktion von E-Autos. Um diese zu etablieren, muss an der Akzeptanz in der Bevölkerung gearbeitet werden. Es gibt in der Bevölkerung viel Halbwissen, was Elektromobilität anbelangt. Ja. Und das war einer der Gründe, warum wir überhaupt dieses Kompetenz- und Erlebniszentrum geschaffen haben, um mit dem ganzen Halbwissen aufzuräumen und einmal den Menschen zu vermitteln, was bedeutet E-Mobilität und wie geht die E-Mobilität in die Zukunft. Wir besuchen heute die Moon City in Salzburg. Seit September 2019 gibt es das Innovations-, Kompetenz- und Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität. Auch der neue ID.3 von VW ist in der Moon City zu sehen. Ein neu konzipiertes, reines Elektroauto. Im Herbst 2020 starten die Wolfsburger damit ihre neue E-Mobilitäts-Ära. Neben einem öffentlichen Ladepark mit 4 Schnellladestationen, bei denen die Salzburger AG die Abrechnung übernimmt, beschäftigt man sich außerdem mit Reparaturlösungen an Hochvoltbatterien. Auch die Forschung zur Second-Life-Nutzung der Akkus ist ein großes Thema. Aufklärung zum Thema nachhaltiges Energiemanagement erhalten die Besucher der Moon City in der Erlebniswelt. Es geht uns in erster Linie darum, es gibt ganz viele Mythen um Elektromobilität, um Batterien, um Batterietechnik, Batterieentsorgung und viele dieser Dinge wollen wir hier aufklären. Wir wollen aber auch darauf hinweisen, wie wichtig es für die Zukunft ist, für die CO2-Entwicklung Elektromobilität in unserer Gesellschaft einzusetzen. Die Moon City verfügt auf ihrem Areal in der Sternigstraße über 4 öffentliche Schnellladestationen. Jede Ladestation hat eine Ladeleistung von einmal 150 kW oder zweimal 75 kW. Um zukünftig eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten, wurde die Salzburger AG schon in der Planungsphase mit einbezogen. Diese verstärkte den bestehenden Netzanschluss in der Bauphase mit einer Trafostation auf 1000 kW. Also bei der Planung dieses Standortes haben wir tatkräftige Unterstützung der Salzburg Netz GmbH. Und die Salzburg Netz GmbH hat uns hier einen neuen Transformator aufs Gelände gestellt mit 1200 kVA, also einer sehr hohen Leistung. Und mit dieser hohen Leistung können wir gewährleisten, dass die Ladepunkte auch mit einer hohen Ladeleistung betrieben werden können. Zusätzlich ist im Haus ein Lastmanagement installiert, das wiederum gewährleistet, dass die Ladepunkte sozusagen gleichmäßig versorgt werden und wir keine Lastspitzen erzielen. Ein Lastmanagement wird in der Elektromobilität überall dort notwendig, wo mehrere Ladestationen simultan betrieben werden. Es sorgt für eine kontinuierliche Netzstabilität bei mannigfachen Ladevorgängen. Das heißt, es wird einfach dann ausgeregelt, wie die zur Verfügung stehende Last auf die Autos aufgeteilt wird. Wenn ein Auto kommt, das schon sehr voll geladen ist, kriegt er halt niemand die maximale Leistung und der andere kriegt mehr Leistung, der es halt jetzt gerade benötigt. Das ist ein Lastmanagement, das die Ladeleistung regelt auf die einzelnen Säulen. Die Salzburger AG dient aber nicht nur als Stromlieferant. Sie betreibt auch die Ladestationen. Das inkludiert den Service der Abrechnung an den Endkunden. Nutzt der Kunde einen der Ladepunkte der Moon City, stehen ihm dabei 3 Möglichkeiten zur Bezahlung zur Verfügung. Sobald der Kunde mit seinem Elektroauto herkommt, hat er die Möglichkeit, dass er entweder mit einer Ladekarte über einen RFID-Chip sich registriert an der Ladesäule und dann die Abrechnung so machen kann. Er kann aber auch die App verwenden, die Salzburger G-App, die Stromladen-App, wo er genauso den Ladevorgang starten kann und die Abrechnung über das Medium machen kann. Es ist aber natürlich auch so, dass es völlig offen ist für jeden, der eine Kreditkarte hat. Der kann dann einen speziellen Code scannen und kann dann auch mit seiner Kreditkarte über eine eigene App bezahlen. Auch auf technischer Seite lässt die Moon City aufhorchen. Es entsteht ein österreichweit agierendes Reparaturzentrum für Hochvolttechnologie. Denn was passiert eigentlich, wenn beim Elektrofahrzeug auf einmal die Reichweite stark sinkt? Heißt es dann, das komplette Battery Pack zu tauschen? Oder gibt es die Möglichkeit, dieses zu reparieren und einen wirtschaftlichen Totalschaden abzuwenden? Es wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, einen kompletten Akku zu tauschen. Das ist einfach zu viel Material, das man da reinsteckt.
Wir tauschen auf Modulebene und das ist ein Reparaturbereich, wie Sie sich in einem Servicebereich beim Verbrennungsmotor auch abspielt. Ja. Da reden wir von einigen 100 Euro, je nachdem muss man natürlich immer schon wieder schauen, was für ein Modul das ist, wo man dann reparieren kann, und das ist ja kein wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist eine normale Standardreparatur, die wir in Zukunft in jedem Autohaus irgendwann einmal machen können. Der 26-jährige Moritz Birner ist gelernter Kfz-Techniker. Mit seiner Ausbildung zum Hochvolttechniker kann er auch Akku-Packs aus E-Fahrzeugen reparieren. Hochvolt-Reparaturarbeiten sind eine Sache für Experten. Gearbeitet wird in einem eigens dafür vorgesehenen Raum in entsprechender Schutzbekleidung. Bevor jedoch Hand angelegt werden kann, muss er wissen, was mit dem Fahrzeug passiert ist. Denn nur so ist ein sicheres Arbeiten gewährleistet. Also das Wichtigste ist, also wenn wir wissen, was mit dem Auto passiert ist. Hat das Auto einen Unfall gehabt oder hat es irgendeinen Brandschaden gehabt? Das ist immer das Wichtigste. Dann müssen wir die Batterie erst einmal begutachten, einstufen, klassifizieren. Ist kritisch, ist nicht kritisch, bevor wir sie halt einmal ausbauen. Läuft das Säure aus oder ist trocken? Das ist das Allerwichtigste, weil das Wichtigste ist die eigene Sicherheit bei solchen Arbeiten. Reparieren ist das eine. Doch was ist, wenn ein Elektrofahrzeug einen Totalschaden hat und das Akku-Pack noch verwendbar wäre? Eine gute Voraussetzung für ein Second Life. Auch mit dieser Thematik setzt man sich in der Moon City auseinander und denkt schon jetzt an ein zweites Leben der E-Auto-Batterien. Es ist auch angedacht, dass man mal Batterien aufbereitet, wieder für den Gebrauchtwagenmarkt. Ja. Das ist so ein bisschen unser Zweig, den wir versuchen, wo wir sagen, okay, wir haben zwei, drei Batterien, die nicht mehr reparabel sind, wo man einfach sagt, es ist zu viel kaputt drin, aber aus drei mach eins, und aus der einen kann man dann zum Beispiel wieder für ein gebrauchtes Fahrzeug eine günstige Austauschbatterie machen. Ja. Defekte oder verunfallte Elektrofahrzeuge müssen gesondert abgestellt werden. Denn auf den ersten Blick ist es schwierig zu erkennen, ob auch der Hochvolt-Energiespeicher defekt ist. Dafür benötigt man einen Quarantäneplatz. Dieser ist für ein Worst-Case-Szenario, das Fahrzeug fängt zu brennen an, mit einem Rauchmelder, Temperatursensoren und einer Sprinkleranlage ausgerüstet. Wir haben hier einen geschlossenen Raum mit Sprinkleranlage, mit Brandmelderüberwachung, mit Temperatursensoren, um einfach auch da ein Zeichen zu setzen, dass wir on top mehr machen, weil wir auch mehr machen, wie der Einzelhandel grundsätzlich jetzt macht. Und somit war das auch ein Zugeständnis ein bisschen an die Entwicklung der E-Mobilität, dass wir sagen, wir machen jetzt ein bisschen mehr und schauen uns die Entwicklung an. Runtergehen kann man immer noch vom Niveau. Mit dem erworbenen Wissen aus dem Akku-Kompetenzzentrum werden wiederum die Hochvolt-Experten im Einzelhandel geschult. So muss nicht jeder für sich Wissen aufbauen, sondern es kann gebündelt weitergegeben werden. Wir testen Reparaturmethoden aus, wir probieren, wir schauen, dass wir sie weiterentwickeln und geben sie dann in den Einzelhandel auch weiter, indem dass wir Experten dementsprechend auch in kleinen Gruppen vor Ort Learning by Doing auch weiterschulen und qualifizieren. Mit der Moon City und der Salzburger AG kooperieren zwei starke Partner am Markt der Elektromobilität. Die Salzburger AG beschäftigt sich seit nunmehr 10 Jahren mit diesem Thema. Zukünftig wollen die beiden Unternehmen noch enger zusammenarbeiten. Die Kooperation mit Moon zielt vor allem darauf ab, dass zwei Technologieunternehmen im Raum Salzburg sich verbinden und gemeinsam für die Kunden in der Elektromobilität ein Optimum schaffen wollen. Man hat den Umweltgedanken, den man sozusagen mit dem CO2-Thema in Verbindung bringt. Und hier braucht man einen regionalen Partner, der, wie erwähnt, sauberen Strom liefert. Nur mit sauberem Strom fahren diese Autos auch tatsächlich sauber. In der Mobilität wird mit dem Elektroauto eine neue Ära eingeleitet. Jetzt heißt es nur noch, in der breiten Masse ein Bewusstsein dafür zu schaffen.